Wir kommen damit zur Tagesordnung, Kolleginnen und Kollegen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 24, Antrag der Fraktion der SPD betreffend öffentliche Sicherheit durch motivierte und personell gut ausgestattete Polizei gewährleisten. Ministerpräsident Bouffiers Versäumnisse rächen sich, Drucksache 19/4407 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 52, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Stärkungspaket für die hessische Polizei, Drucksache 19/4443 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erste spricht Kollegin Faeser für die SPD-Fraktion. Guten Morgen, die Herren. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die öffentliche Sicherheit ist ein sehr hohes Gut. Die Bürgerinnen und Bürger sind seit den schlimmen terroristischen Angriffen, insbesondere dem in Berlin am 19. Dezember, stark verunsichert. Ich will trotzdem sagen, und ich glaube, das eint uns auch gemeinsam, dass wir festhalten müssen, absolute Sicherheit kann es nicht geben. Das hat der Altbundeskanzler Helmut Schmidt schon sehr zutreffend gesagt. Ich zitiere ihn. Jeder weiß, dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt. Aber die Terroristen sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf Dauer keine Chance, denn gegen den Terrorismus sticht nicht nur der Wille der staatlichen Organe, sondern des gesamten Volkes. Ich warne ausdrücklich davor, das schreckliche Attentat in Berlin und die anderen Attentate für die politische Debatte zu missbrauchen. Denn wir haben als Deutsche eine besondere Verantwortung, was Toleranz und Weltoffenheit betrifft. Und wir Politiker haben auch eine Pflicht zur Besonnenheit und Nachhaltigkeit. Aber, meine Damen und Herren, das sage ich genauso deutlich, die Bürgerinnen und Bürger haben auch das Recht, unabhängig von ihrer persönlichen Situation und finanziellen Verhältnissen vor Kriminalität geschützt zu werden. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Ein starker, entschlossener, vor allen Dingen handlungsfähiger Rechtsstaat ist für alle unabdingbar. Und dazu gehört vor allen Dingen ausreichend Personal bei Polizei und Justiz. Das ist aber, Herr Boddenberg, genau das Problem in Hessen. Ja. Unser Dank gilt an der Stelle den Polizeibeamtinnen und Beamten des Landes Hessen, denn sie leisten unter extrem schwierigen Rahmenbedingungen sehr gute Arbeit. Deshalb gebührt ihnen unsere Wertschätzung, meine Damen und Herren. Aber leider haben wir eine sehr schlechte Stimmung bei der Polizei zu verzeichnen. Und das liegt an Ihrer Politik, der Landesregierung und insbesondere auch den Versäumnissen vom damaligen Innenminister Volker Bouffier. Und ich will Ihnen jetzt auch sagen, warum das so ist. Und wissen Sie, da können Sie schön reinrufen, aber das sind nicht unsere Ansichten, weil ich möchte mal zitieren, was so die letzten Tage in der Öffentlichkeit thematisiert wurde. Ich zitiere, Polizeibeschäftigte wenden sich von etablierten Parteien ab, die Welt am 26.12.2016. Nachwuchs gesucht. Offenbar finden sich nicht mehr genügend qualifizierte Bewerber für Hessens Polizei, weil das Gehalt im Vergleich zu anderen Ländern unter dem Durchschnitt liegt. Die Politik muss darauf reagieren. FAZ vom 18.05.2016. Polizeifrust in Mittelhessen. Die Stimmung war noch nie so mies. Im Einsatz bespuckt und verletzt. Massenweise Überstunden und der landesweit höchste Krankenstand. Hessischer Rundfunk veröffentlicht am 18.01.2017. Miese Stimmung bei der Polizei, so die Frankfurter Rundschau von vorgestern. Der GdP-Vorsitzende Andreas Grün führt in seinem Interview mit dpa am 26.12. aus, immer mehr Polizisten fühlten sich von der schwarz-grünen Landesregierung im Stich gelassen und politisch nicht mehr vertreten. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist so gut wie nicht mehr gegeben. Man muss ständig in anderen Dienstgruppen aushelfen. Dazu kommen die Sonderdienste, dazu das Besoldungsdiktat. Das führt bei den Kollegen zu einer riesengroßen Enttäuschung, zu Verärgerung und Wut. Das sind nicht unsere Worte, sondern die Worte des Vorsitzenden der GdP. Und die Deutsche Polizeigewerkschaft, die nicht im Verdacht steht, uns nahezustehen, hat es ähnlich kommentiert. Sie hat gesagt, schon vor Jahren hat die DEPOLG auf den Personalnotstand bei der Polizei hingewiesen. Aber anstatt zu handeln, hat die CDU-grüne Landesregierung erst das Kind in den Brunnen fallen lassen.
auch nicht unsere Worte, sondern die Worte der Deutschen Polizeigewerkschaft, die uns nicht im Verdacht sind, uns nahezustehen. Aber schauen wir uns doch einmal Ihre Versäumnisse und auch die Versäumnisse des Ministerpräsidenten an. Stellenabbau. Die Hessische Landesregierung hat in den Jahren 2004, 2005 und 2006 unter der Verantwortung eines Innenministers Volker Bouffier viel zu wenig Polizeianwärter ausgebildet. So ist das nun einmal, wenn 450 Beamte im Jahr in Ruhestand gehen und man nur 200 einstellt, dann fehlen am Ende 200 Polizeibeamtinnen und Beamten. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und so kommt das auch leider zustande, dass dann insgesamt 720 Vollzugsstellen weggefallen sind und 600 Stellen im Tarifbereich abgebaut wurden. Zu Nordrhein-Westfalen, lieber Kollege Bellino, komme ich gleich. Und ich will Ihnen noch einmal sagen, dass selbst dieses Jahr, Sie kündigen ja immer an 1110 neue Stellen, das ist auch gut und richtig letztes Jahr im Haushalt, Sie sagen immer, 2020 sind die dann alle da. Das wage ich zu bezweifeln. Noch dieses Jahr gehen übrigens 29 Stellen weg, weil sie nicht genügend auffüllen, dieses Jahr 2017. Und erst nächstes Jahr fängt ein leichter Aufwachs an. 2020 reden wir höchstens, wenn man alles positiv rechnet, von 800 neuen Stellen. Und ich weiß nicht, ob die dann in der Fläche ankommen. Aber das wäre so dringend notwendig, in der Fläche ausreichend Personal zu haben. Der Personalabbau führt zu einer massiven Überbelastung, weil verlässliche Regenerationszeiten nicht mehr da sind. Zum Polizeipersonalabbau kommen stetig wachsende Aufgaben. Cyberkriminalität, die Überwachung der Salafisten und die Flüchtlingssituation, mehr Sondereinsätze bei Demonstrationen und Fußballspielen. Dementsprechend ist die Belastung so immens. Das alles, meine Damen und Herren, hat diese Landesregierung zu verantworten unter der Führung von Ministerpräsident Volker Bouffier, der damals auch Innenminister war und sich für die Versäumnisse verantwortlich zeigt. Jetzt kommen die Rahmenbedingungen dazu für die hessische Polizei. Die wurden nämlich obendrein auch noch verschlechtert. Und da will ich nur ein paar Punkte nennen. Die Kürzung bei der Beihilfe, die jeder Polizeibeamter mit 18,90 € im Monat, 18,90 € zusätzlich zu zahlen hat. Meine Damen und Herren, Wertschätzung sieht anders aus. Sie haben die 42-Stunden-Woche unter Volker Bouffier eingeführt. Sie soll erst dieses Jahr auf 41 zurückgeführt werden. Wir warten immer noch auf den Personalersatz dieser Zurückführung auf die 41. Stunde. Die Kürzung bzw. Wegfall des Urlaub- und Weihnachtsgeldes haben durch die Operation Düstere Zukunft im Jahr 2004 unter Innenminister Volker Bouffier nicht gerade Anlass zur Freude gegeben. Bei der fehlenden Besoldungsanpassung gab es den meisten und ich will sagen sehr verständlichen Unmut bei den Kolleginnen und Kollegen. In 2015 eine Nullrunde, die gedauert hat bis zum 31.06.2016. Jetzt nur noch eine einprozentige Erhöhung in 2017. Das ist eine derartige Abkopplung vom Tarifergebnis, und zwar im dritten Jahr. Das ist bundesweit einmalig, diese Benachteiligung von Beamtinnen und Beamten. Übrigens haben sowohl die GdP als auch die Deutsche Polizeigewerkschaft dagegen Klage erhoben. Was brauchen Sie eigentlich noch als Beweis dafür, dass diese Politik falsch ist, meine Damen und Herren? Und Herr Bellino, jetzt kommen wir einmal zum Vergleich mit anderen Bundesländern. Da schneidet nämlich Hessen sehr schlecht ab, Herr Bellino, zu Nordrhein-Westfalen unter anderem. Hessen steht im Vergleich mit anderen Bundesländern bei der Besoldungsgruppe A10 mit und ohne Zulage entgegen der Meinung des Ministeriums auf dem 16. Platz, nur vor Berlin, meine Damen und Herren, auf dem 16. Platz deshalb, weil der Bund dabei ist. Der Bund steht übrigens mittlerweile an der ersten Stelle. Und da muss ich Ihnen sagen, was brauchen Sie mehr als Beweis, dass da etwas nicht stimmt, meine Damen und Herren? Das sagen übrigens beide Polizeigewerkschaften, der Innenminister, müssen Sie gar nicht sagen, das stimmt nicht. Das stimmt nämlich sehr wohl und ist auch von beiden Polizeigewerkschaften veröffentlicht worden. Und dann kommen wir zum Vergleich, lieber Herr Bellino, mit Nordrhein-Westfalen. Es wäre schön, wenn der Ministerpräsident auch zuhören würde, weil es ihn ja doch sehr stark betrifft. Der Vergleich mit Nordrhein-Westfalen. Dort ist die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage und die freie Heilfürsorge Standard für die Polizei.
Unsere Forderung nach der Ruhegehaltsfähigkeit wurde übrigens vor Kurzem leider abgelehnt. Entschuldigung, wäre es möglich, dass man nicht mit dem Rücken zur Rednerin kommuniziert? Herr Ministerpräsident. Wissen Sie, Herr Ministerpräsident, wäre gut in dieser Debatte, wenn Sie da gerade zuhören würden. Meine Damen und Herren, Herr Bellino, vielleicht hören Sie jetzt meinem Beispiel aus Nordrhein-Westfalen zu. Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat ausgerechnet für einen A10-Beamten, selbst bei günstiger Betrachtung für das Land Hessen, hat der Kollege aus Nordrhein-Westfalen im Monat 600 € mehr als der hessische Beamte. Ich frage Sie, wo würden Sie sich denn bewerben, in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen, meine Damen und Herren, wenn Sie zur Polizei gehen wollen? Besonders benachteiligt werden die hessischen Polizeibeamten übrigens durch die fehlenden Beförderungsmöglichkeiten. In Hessen sind 75% der hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten in der A9 bis A10. Damit gehen die meisten Beamten mit A10 in Pension inzwischen. Das ist in anderen Bundesländern auch ganz anders. In Nordrhein-Westfalen ist es üblich, dass alle mit der A11 gehen, mindestens. Insofern gibt es eine starke Benachteiligung. Hinzu kommen 3 Millionen Überstunden, und das nach dem Abfeiern im letzten Jahr, und inzwischen überdurchschnittlich viele Krankheitstage, nämlich 30 Tage im Jahr durchschnittlich. Die Vergleichszahl der deutschen Kollegin Faeser, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ich sage Ihnen noch die Vergleichszahlen der Technikerkrankenkasse für Hessen. Im Durchschnitt sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Jahr 15,3 Tage im Jahr krank. Die hessische Polizei ist glatt das Doppelte mit 30 Tagen. Meine Damen und Herren, was brauchen Sie noch für einen Beweis dafür, dass Sie hier die völlig falsche Politik machen, die Beamtinnen und Beamten im Regen stehen lassen? Wir fordern Sie auf, zahlen Sie sie ordentlich, stellen Sie mehr Personal an. Das ist ein wichtiger Beitrag zur inneren Sicherheit dieses Landes. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bauer für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir wollen beides, dass die Menschen in Hessen frei und sicher leben können. Und wir Christdemokraten arbeiten seit der Übernahme der Regierungsverantwortung im Jahr 1999 konsequent an diesem Ziel. Und wir haben viel erreicht. Es bleibt freilich auch noch viel zu tun, meine Damen und Herren. Die Polizei hat die Aufgaben, Gefahren zu erkennen und abzuwehren, Straftaten aufzuklären und Täter zu identifizieren. Was braucht sie dazu? Sie braucht zu ihrer Aufgabenerfüllung die dazu notwendigen Mittel, personelle, technische und rechtliche. Und lassen Sie mich dazu einige Fakten liefern. Wir lassen uns gerne auf die Debatte darüber ein, wie groß der Anteil für mehr Sicherheit des Innenministers aktuell ist und auch des Vorgängers Volker Bouffier. Den Streit können wir gerne führen. Aber eines kann ich schon einmal feststellen. Ihr Beitrag zu mehr Sicherheit in Hessen ist nahezu null, meine Damen und Herren. Hessen ist ein sicheres Land. In welcher Welt leben Sie denn, meine Damen und Herren? Wir haben seit Innenminister Volker Bouffier und seinen Nachfolgern mehr Polizei, weniger Kriminalität, die höchste Aufklärungsquote, die es jemals gab, und mehr Sicherheit durch Maßnahmen wie Schleierfahndung, Videoüberwachung und eines der modernsten Polizeigesetze, die es in diesem Land gibt, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Wir haben, meine Damen und Herren, Hessen verlässlich sicher gemacht. Ich will die Kriminalstatistik nicht überstrapazieren, aber mit 59,9% Aufklärungsquote ist das der höchste Stand. Das ist doch ein Indiz für die gute Arbeit, die die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten leisten. Und dennoch erkennen wir natürlich an, dass unsere Polizei hoch belastet ist. Sie leistet viel, sie leistet erfolgreiche Arbeit. Und wir wollen sie deshalb auch bei ihrem wichtigen Tun stärken. Und wir haben ein beispielloses Stärkungspaket auf den Weg gebracht. Schon jetzt, meine Damen und Herren, schon jetzt sind 1.000 Vollzugsbeamte in Fleisch und Blut mehr auf Hessens Straßen unterwegs als zu Ihrer Regierungszeit. Sie hatten Planstellen, wir haben die Menschen auf den Straßen, meine Damen und Herren. 2017 beginnt der größte Ausbildungsjahrgang.
Über 1.000 Vollzugsbeamte werden im Jahr 2020 im Einsatz sein. Meine Damen und Herren, wir haben dann, merken Sie sich die Zahl, 14.749 Planstellen vor. Nie gab es mehr Polizei im Jahr 2020. Wir haben Wachpolizisten eingestellt, und wir haben, denke ich, auch dafür gesorgt, dass wir mehr Polizei im Dienst haben, auch in den Flächenpräsidien. Meine Damen und Herren, was sind denn die entsprechenden Rahmenbedingungen, unter denen Polizei arbeitet? Auch hier haben wir Verbesserungen herbeigeführt. Man kann immer noch mehr tun. Wir können den Streit gerne führen, was kann man denn noch machen. Aber man kann sich nicht so hinstellen, als wären wir kein sicheres Land und als würde es in Ländern, in denen Sie regieren, besser zugehen. Da ist mehr Kriminalität und weniger Polizei im Durchschnitt auf der Straße. Meine Damen und Herren. Wir haben die zweigeteilte Laufbahn. Wir haben die Bezüge angepasst. Wir haben im Vergleich, der letzten 10 Jahre, wenn Sie faktenfrei weiterleben wollen, dann machen Sie das ruhig. Aber die Fakten sind eindeutig. Im 10-Jahres-Vergleich sind Löhne und Gehälter der Tarifbeschäftigten um 28,9 % gestiegen, bei den Beamten um 27,9 %. Das ist ein marginaler Unterschied, meine Damen und Herren. Bei uns muss kein Beamter am Hungertuch nagen, meine Damen und Herren. Wir haben die Zulagen erhöht. Wir haben Beförderungschancen ermöglicht. 100 Stellenhebungen im letzten Jahr, 100 Stellenhebungen in diesem Jahr. Das sind 500 Beförderungsmöglichkeiten. Wir haben den Stellenkegel ausgeweitet. Wir haben Überstunden ausbezahlt. Wir werden die Arbeitszeit reduzieren. Meine Damen und Herren, wir tun eine ganze Menge mehr, dass sich das Arbeitsumfeld verbessert. Und schauen Sie doch einmal, wie es in Ländern ist, in denen Sie regieren. Ich kenne keine Polizei, wo es keine Überstunden gibt, wo es keine Krankheitstage gibt. Wie ist es denn in Nordrhein-Westfalen? Die haben einen Berg von über 5 Millionen Überstunden. Die haben eine Krankheitsquote von 8 %, meine Damen und Herren. Wie ist es denn in Brandenburg oder in Hamburg? Alles Zustände, die weitaus schlechter sind als in Hessen, meine Damen und Herren. Und dann stellt man sich hier hin und sagt, die Beamten werden ausgebeutet hier in Hessen. Ja, wo leben Sie denn? Wenn die SPD regieren würde, würden Sie die Beihilfe streichen. Da gäbe es eine Bürgerversicherung. Dann hat jeder Beamte weniger netto vom Brutto. Das wäre Ihre Politik für die Beamten, meine Damen und Herren. Und vorbei sind Gott sei Dank die Zeiten, wo die Polizei sich beklagt über mangelnde Ausrüstung. Vorbei sind die Zeiten, wo nicht einmal jeder Schutzmann eine Schutzweste hatte. Das ist alles vorbei. Wir haben modernste Ausrüstung. Wir modernisieren jedes Jahr mit über 50 Millionen € die Ausrüstung unserer Polizei. Und wir werden auch dafür Sorge tragen, dass wir die besser schützen, die uns schützen. Und zwar nicht nur mit Ausstattung, sondern auch mit rechtlichen Instrumenten. Wo ist denn Ihr Einsatz für mehr Schutz von Vollzugsbeamten? Was tun Sie denn dafür, dass ein Schutzparagraf eingeführt wird, dass wir das unter Strafe stellen, wenn Polizeibeamte bespuckt werden, tätig angegriffen werden? Was machen Sie denn dafür in den Ländern? Sie machen nichts dafür. Meine Damen und Herren, es gibt viele Polizeien wären Herr Bauer, Entschuldigung. Kolleginnen und Kollegen, hier ist ein permanentes Untergrundgemurmel auf allen Seiten. Ich weiß, dass wir noch viel Energie heute Morgen haben, aber vielleicht können wir wichtige Gespräche auch draußen erledigen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, viele Polizeien in unserem Land wären froh, sie könnten unter den Rahmenbedingungen arbeiten, die die CDU in Hessen geschaffen hat. Wir haben klare Rechtsgrundlagen. Rechtsgrundlagen für Razzien, für Videoüberwachung, für Online-Anzeigen. Meine Damen und Herren, ich mache Ihnen ein Beispiel. Lieber Herr Lautsprecherkollege, ich mache Ihnen ein Beispiel. Wir haben Schleierfahndungen in Hessen seit dem Jahr 2000. Dieser Innenminister hat es damals eingeführt. Was ist das Ergebnis dieser einzelnen Maßnahme? Es gab 2015 131.000 Kontrollen. Über 250.000 Personen wurden kontrolliert. Wir haben 6.800 Festnahmen gehabt mit diesem Instrument. Wo gibt es das denn in Nordrhein-Westfalen? Wo gibt es das denn in Bremen? Machen Sie doch einmal selbst Ihre Hausaufgaben. Wir sorgen hier mit solchen Maßnahmen für mehr an Sicherheit, meine Damen und Herren. Die Menschen haben das Recht, so sicher zu leben wie in unionsregierten Bundesländern. Machen Sie doch ein Polizeigesetz, wie wir das haben. Was hindert Sie denn daran? Machen Sie doch ein Beispiel mehr Videoüberwachung. In Berlin, meine Damen und Herren, bittet die Polizei die Bürger, Bildmitschnitte von dem Terrorangriff einzuschicken, weil es in Berlin keine Videoüberwachung gibt. Meine Damen und Herren. Wir sorgen dafür, dass es mehr Sicherheitstechnik gibt an öffentlichen Plätzen, wenn die Kommunen das wollen. Und wir fördern das auch. Wir geben mehr Zuschüsse, 1 Million mehr für Videosicherheitstechnik, dort, wo es gewollt wird, dort, wo es gebraucht wird. Und ganz klar,
Es ist kein Allheilmittel. Es ist aber ein Beitrag für mehr Sicherheit, für die nachträgliche Aufklärung, für Prävention, für Abschreckung. Und tun wir doch nicht so, als wären wir ein Überwachungsstaat, meine Damen und Herren. Wenn wir uns als Union für mehr Videoüberwachung aussprechen, dann ist das, denke ich, ein wichtiger Schritt. Wir haben derzeit in 17 Städten 21 Anlagen mit 147 Kameras. Da kann man doch nicht ernsthaft von einem Überwachungsstaat sprechen. Wenn man dafür sorgt, dass es mehr Überwachung gibt, dann ist das, denke ich, das richtige Maß und die richtige Mitte angesichts der Bedrohungslagen in unserem Land, meine Damen und Herren. Und was machen wir denn zur Bekämpfung von Extremismus? Wir stärken auch hier den Verfassungsschutz, das Frühwarnsystem. Wir sorgen dafür, dass es wichtige Maßnahmen gibt zur Abwehr von rechtem, linken und islamistischem Terror. Wir haben das Landesamt für Verfassungsschutz gestärkt mit rund ein Drittel mehr Personal als noch im Jahr 2015. Und wir tun auch etwas, was in Ihrer Rede gar nicht vorkam. Wir machen viel mehr für Prävention, als das in einem anderen Bundesland der Fall ist. Jeder, der sich erst gar nicht radikalisiert oder aus der Radikalisierung herauskommt, der ist eine Bedrohung weniger, eine Gefahr weniger für unser Land. Wir haben jede Form von Extremismus im Blick. Und wir haben die Mittel für Prävention vervierfacht, meine Damen und Herren. Nie gab es mehr Mittel für Prävention als in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Fast 4 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Und, meine Damen und Herren, ich bin ja selbstkritisch genug, dass es viele Deliktsbereiche gibt, in denen wir noch besser werden müssen. Aber wir sind schon ganz gut in vielen Sachen. Und gerade der Bereich für Wohnungseinbruchdiebstahl ist eine Daueraufgabe, in der wir uns weiter anstrengen müssen. Aber Fakt ist auch, die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstahlstraftaten ist seit den 1990er Jahren um fast 40% gesunken, meine Damen und Herren. Es ist auch erfreulich, dass die Quote im Versuchsstadium gestiegen ist. Das heißt, Präventionsangebote, Selbst- und Eigenschutz, das greift immer stärker zu. Aber gleichwohl müssen wir weitere Anstrengungen unternehmen, um in diesem persönlich wichtigen Deliktsfeld auch noch stärker zu werden. Wir haben eine Analysesoftware eingeführt für die Voraussage- und Wahrscheinlichkeitsberechnung von Kriminalitätseinbrüchen. Wir machen uns stark, dass es Länderkooperationen gibt für länderübergreifende Kriminalität. Wir tun eine ganze Menge, meine Damen und Herren. Denn eines ist klar, es geht nicht um Zahlen und um abstrakte Größen. Es geht hier um individuelle Schicksale. Und jede aufgeklärte Straftat ist ein Mensch, der nicht mehr nur Opfer hat, Opfergefühle hat, sondern der auf die Bestrafung des Täters auch rechnen kann. Das ist es, was der Staat seinen Menschen schuldet, nämlich ein Leben in Freiheit und in Sicherheit zu gewährleisten. Und lassen Sie mich zum Schluss noch einmal eines sagen. Meine Damen und Herren, jeder Mensch hat ein Recht auf Sicherheit. Denn nur wer sicher ist, kann auch in Freiheit leben. Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist ein wichtiger Beitrag zu mehr Lebensqualität in Hessen. Und wir wollen, dass die Menschen gerne und sicher in Hessen leben. Das ist unser Ziel. Und deshalb bleibt die CDU, sie ist es, sie war es und sie wird es bleiben, die Partei der inneren Sicherheit. Wir Christdemokraten sorgen mit unserer Politik von Maß und Mitte weiter dafür, dass die Menschen in unserem Land in Zukunft gut und sicher leben können. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich erteile das Wort für eine Kurzintervention Kollegin Faeser. Danke schön, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Wissen Sie, Herr Bauer, ich habe mich gemeldet, weil Sie offensichtlich das, was ich gesagt habe, völlig ignoriert haben. Sie stellen sich hier hin als Partei der inneren Sicherheit, wohl wissend, dass Sie auf Platz 16 von 16 Bundesländern mit dem Bund dazugerechnet auf dem vorletzten Platz stehen im Vergleich bei der Besoldung. Es wird beklagt von beiden großen Gewerkschaften. Und da fällt Ihnen immer noch nicht auf, dass was im Lande nicht stimmt. Sie haben die falschen Rahmenbedingungen für die hessische Polizei gesetzt in Ihrer CDU-geführten Regierung. Und ich sage es Ihnen gerne noch einmal, Sie sind auf dem falschen Weg. Der Ministerpräsident hat am gestrigen Abend bei der IHK in Frankfurt gesagt, wie gut es uns allen geht und diesem Land. Ja? Nur leider beteiligen Sie ausgerechnet die hessischen Polizistinnen und Polizisten nicht daran. Und das ist das Falsche.
Im Gegensatz zu Hessen. Im Gegensatz zu Hessen werden gerade in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist die freie Heilfürsorge wieder eingeführt worden. Ich habe Ihnen das Beispiel gesagt, im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen verdient ein Beamter in der A10 im Monat 600 € mehr als ein hessischer Polizeibeamter. Meine Damen und Herren, das hat die Deutsche Polizeigewerkschaft in Hessen auf ihrer Homepage ausreichend erläutert und auch veröffentlicht. Meine Damen und Herren, bei solch einem Vergleich, Herr Bauer, sich hier hinzustellen und zu sagen, was man unter sozialdemokratischer Regierung alles zu erwarten hätte, ein Blick nach Nordrhein-Westfalen, wo die Beamtinnen und Beamten neben diesen 600 € mehr im Monat auch noch in der A11 sind, im Gegensatz zu Hessen, wo sie in der A10 sind. Ich finde, dieser Blick lohnt sehr wohl. Die Menschen werden dorthin gucken und werden sagen, dass sie eine sozialdemokratisch regierte Regierung wollen. Vielen Dank. Zur Erwiderung, Kollege Bauer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Kollegin Faeser, warum ist es denn in Nordrhein-Westfalen nicht besser als in Hessen? Warum haben Sie denn mehr Kriminalität? Warum haben Sie eine schlechtere Aufklärungsquote? Meine Damen und Herren, Sie haben doch die Zahlen und Daten auch von Nordrhein-Westfalen. Ich habe sie hier dabei und ich darf das gerne einmal zeigen. Das ist der Überstundenberg in Nordrhein-Westfalen. Über 5 Millionen Überstunden. Das ist nicht schön, das ist nicht gut. Wir wollen daran arbeiten, dass wir das abbauen. Aber in Nordrhein-Westfalen steigen die Überstunden. Nächste Folie. Wie ist denn die Frage mit dem Krankheitsstand in Nordrhein-Westfalen? 8% der Beamten im Polizeivollzugsdienst sind in Nordrhein-Westfalen krank. 8%. Ist es denn in Nordrhein-Westfalen besser als in Hessen? Nein, ist es nicht. Und wir tun alles dafür, dass es bei uns in Hessen besser wird. Und dann hören Sie doch mal auf. Hören Sie doch mal auf. Der Polizeivollzugsdienst sei schlecht in Hessen. Wir haben nach wie vor den größten Ausbildungsjahrgang und haben eine Bewerberzahl, die überschaubar ist. Wir haben 6.000 Menschen bewerben sich für den Polizeidienst. Über 6.000 Interessenten. Wir sind, was die Bezahlung betrifft, wir sind doch, was die Bezahlung betrifft, meine Damen und Herren, dass Sie über wenig Fakten wissen oder es verschweigen, macht ein einziges Beispiel deutlich. In Nordrhein-Westfalen, wie lange müssen denn die Polizeivollzugsbeamten arbeiten, bis sie in Pension gehen? Wie lange? Bis 65, meine Damen und Herren. Wann können Sie denn bei uns in Pension gehen? Mit 63, das ist auch ein Unterschied. Haben Sie das in Ihrer Rechnung mit aufgenommen? Nein, Sie vergleichen Äpfel mit Birnen. Meine Damen und Herren, wir sorgen dafür, dass Hessen verlässlich sicherer wird. Und wir haben eine Menge an Baustellen. Ich habe gesagt, wir haben viel zu getan. Wir haben noch viel zu tun. Aber was tun Sie denn dafür? Sie machen gar nichts, meine Damen und Herren. Sie machen gar nichts dafür. Meine Damen und Herren, sorgen Sie doch einmal dafür, dass es in den Ländern, in denen Sie Regierungsverantwortung tragen, besser läuft als in Hessen. Wir haben viel erreicht und viel getan. Kolleginnen und Kollegen, bitte. Die Lautstärke ersetzt keine Argumente, meine Damen und Herren. Legen Sie doch einmal die Tabelle vor. Legen Sie mal die Tabelle vor, wo Hessen auf dem letzten Platz ist. Das möchte ich gerne sehen. Und wir können der Klage auch des Beamtenbundes gelassen entgegensehen. Denn bei uns werden die Beamten ordentlich bezahlt. Wir sind in allen Gehaltsstufen im Durchschnitt, meine Damen und Herren. Und da bitte ich Sie ernsthaft, eine Alternative vorzulegen, die nicht wie die Gewerkschaften ein Stundensatzmodell berechnet, sondern dass man auch die entsprechenden Zusatzleistungen betrifft und vor allem auch die Eingruppierung in A9, wenn jemand bei uns anfängt. Das haben nämlich viele Polizeien gar nicht. Wir haben die zweigeteilte Laufbahn. Bei uns fangen die Beamten mit A9 an, sind relativ schnell in der A10 und können auch lange in den entsprechenden. Kollege Bauer, ich habe schon zugegeben. Bitte vielen Dank, Herr Nett von Ihnen. Bei uns ist vieles auf dem richtigen Weg. Mit dem Stärkungspaket gehen wir in die richtige Richtung. Und dem haben Sie auch leider nicht zugestimmt. Von daher sind Sie auch dafür entlarvt worden, dass Ihnen nichts daran liegt, dass es bei der Polizei in Hessen besser wird, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei aller Aufgeregtheit und bei aller notwendigen politischen Auseinandersetzung, die wir hier natürlich auch zu führen haben, sollten wir doch auch am Beginn dieser Debatte in aller Ruhe und hoffentlich wirklich einvernehmlich über alle Fraktionen uns versammeln hinter zwei grundlegenden Feststellungen, die in dem Antrag der Sozialdemokraten enthalten sind. Das heißt dort, und ich will das wörtlich zitieren, der Landtag stellt fest, dass die öffentliche Sicherheit ein hohes Rechtsgut ist und zu den vordersten Aufgaben des Staates gehört.
Und in Ziffer 2 heißt es dann, die konsequente Anwendung bestehender Gesetze muss durch ausreichendes Personal bei Polizei und Justiz gewährleistet sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hierüber sollten wir uns doch alle einig sein. Ich denke, auch in den Reihen der Union. Wenn, meine Damen und Herren, das aber so ist, dann müssen wir uns auch genauer die Realität anschauen. Und da gibt es offensichtlich unterschiedliche Wahrnehmungen, wobei ich den Eindruck habe, dass es teilweise gar nicht unterschiedliche Wahrnehmungen sind, sondern von der Not getriebene unterschiedliche Interpretationen der Fakten, die wir finden. Und wenn Sie mit Polizeibeamten in der Fläche reden, nicht nur mit den Führungskräften, sondern wenn Sie mit den Beamten in der Fläche, mit den Beamten, die täglich rausfahren müssen, reden, dann stellen Sie fest, doch dort wächst die Unzufriedenheit von Jahr zu Jahr und insbesondere seit dem Jahr 2014. Lieber Kollege Boddenberg, so Überschriften wie normales Privatleben unmöglich, Polizisten fühlen sich im Stich gelassen, die gab es früher nicht. Die werden jetzt immer mehr, die werden jetzt immer mehr. Und wenn dann Polizeibeamte zitiert werden mit den Worten, wir haben den Eindruck, dass wir verheizt werden, dann sollte das zur Nachdenklichkeit auch bei Ihnen führen, denn ich denke, das ist ein alarmierendes Signal. Und wir können nicht darüber hinweggehen, egal wie die Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind, dass dort bei Herrn Jäger so manches nicht stimmt. Das haben wir ja in vielen Zusammenhängen schon kennenlernen müssen. Aber wir reden hier über Hessen. Wir reden über Hessen. Wir reden darüber, dass hier die Krankenstände steigen. Wir reden darüber, dass hier die Beamten 3 Millionen Überstunden vor sich herschieben. Meine Damen und Herren, fest steht, wir haben zu wenig Polizeibeamte. Das ist, glaube ich, in den letzten Monaten. Das ist in den letzten Monaten jedem, der sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt, schlagartig massiv klar geworden. Wir werden in Deutschland sicherlich 15.000 zusätzliche Polizisten brauchen. Und ich sage, wir brauchen auch in Hessen mehr Polizisten. Alter, eine Größenordnung von 1.500 zusätzlichen Polizeibeamtenstellen, die wir in den nächsten Jahren schaffen müssen, für eine realistische Geschichte. Meine Damen und Herren, ich habe bei Herrn Kollegen Bauer, den ich sehr schätze, sehr zugehört, als er beschrieben hat, was es doch für tolle Zustände in Hessen gibt. Das ist nun nicht das, was ich mir als Erstes notiert habe. Das sind keine alternativen Fakten gewesen. So kann man das nicht bezeichnen. Aber es ist eine postfaktische Darstellung im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben in der Tat bis 2014 eine Situation gehabt, mit der man in Hessen vernünftig reüssieren konnte, wo die Besoldungsanpassungen gestimmt haben und so weiter. Aber das ist vorbei. Das ist vorbei, Herr Kollege Bauer. Das haben Sie gecancelt in dieser Koalition mit Beginn Ihrer Arbeit, die Sie insoweit zu Lasten des Landes Hessen betreiben. Und ich will das sehr deutlich sagen. Die Klage des Beamtenbundes, Frau Kollegin Faeser hat bereits darauf hingewiesen, die Klage aus den Reihen der Gewerkschaft der Polizei, das sind Hinweise darauf, nicht, dass alles in Ordnung ist, sondern dass etwas nicht stimmt. Gerade die treuen Beamten des Landes Hessen klagen nicht ohne weiteres Mal gegen ihren Dienstherrn, sondern sie tun das dann, wenn die Fakten dazu zwingen. Die Klagen sind die logische Folge der verfehlten schwarz-grünen Entscheidungen den öffentlichen Dienst betreffend. Die Deckelung der Besoldungsentwicklung auf 1% nach der Nullrunde, die Sie noch vorgeschaltet haben, das führt doch dazu, dass Sie die hessischen Beamten abhängen von der allgemeinen Entwicklung, dass eben die Tarifergebnisse nicht nur nicht vollständig, sondern völlig unter den Tisch fallen, kein bisschen umgesetzt werden, das in Zeiten, in denen die Belastungen durch Flüchtlingskrise und angespannte Sicherheitslage gestiegen sind. Das ist ein falsches Signal an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Hessen. Damit setzen Sie die Zukunftsfähigkeit unseres Landes aufs Spiel. Und dass sich da trotz sprudelnder Steuereinnahmen und trotz der Erkenntnisse, die Sie selbst ja auch haben, das ist doch keine Frage, nichts ändert, hat etwas zu tun, dass Sie handlungsunfähig sind, dass Sie in Ihren innerkoalitionären Konflikten erstarrt sind, mehr und mehr. Und das, lachen Sie ruhig, die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Und ich werde noch ein paar von diesen, Fakten der Jetztzeit, nicht der Vergangenheit, Herr Kollege Boddenberg, noch aufgreifen. Ich will nur eines
Ich will nur eines dazwischen schieben an Bemerkungen, weil das sehr viel mit unserer Sicherheitslage zu tun hat. Frau Kollegin Kühne-Hörmann hat uns gestern in ihrer Regierungserklärung ja zum, ich glaube, gefühlt in den letzten 14 Tagen 10. Mal erklärt, wie wichtig doch die Vorlage mit den elektronischen Fußfesseln sei. Nur, meine Damen und Herren, da habe ich gestern auch wieder darauf gewartet, in der Regierungserklärung. Ich warte darauf, dass der Innenminister, dass die Justizministerin mal gemeinsam die Kraft finden, uns einen Gesetzesvorschlag zu unterbreiten zu dem Thema. Das ist nämlich die spannende Frage. Wir befinden uns hier in aller Regel eben nicht im Bereich der Strafverfolgung, sondern es geht um Gefährder. Das sagen Sie ja auch immer wieder, dass Sie Gefährder überwachen wollen, die noch nicht verurteilt sind. Dann sind wir im Bereich der Gefahrenabwehr. Und das ist die originäre Aufgabe dieses Parlaments, sich mit diesen Fragen zu befassen. Sie schulden den Gesetzentwurf zu einer Anpassung des Polizeirechts in Hessen, damit wir nicht weiter mit 40 Beamten einen einzelnen Gefährder überwachen müssen. Bei der gestern genannten Zahl von 20 bindet das alleine 400 Polizeibeamte des Landes Hessen. Das kann es doch nicht sein. Und, meine Damen und Herren, es gibt weitere Punkte in dieser Reihe. Kollege Rentsch hat es gestern in seinem Beitrag zur Regierungserklärung schon einmal angeführt. Es ist ein Skandal. Es ist in der Tat ein Skandal, und wir werden dem nachgehen, dass diese Landesregierung es nicht schafft, die aus dem Jahr 2002 stammende Antiterrorverordnung der EU umzusetzen. Ich war wirklich baff, als ich die Antwort gelesen habe, wo man dann versucht, die Verantwortung den Rechtspflegern zuzuschieben. Natürlich machen unsere Rechtspfleger eine ordentliche Arbeit und werden immer, wenn sie einen Hinweis darauf finden, in einem Vorgang, der ihnen vorliegt, die entsprechende Abgleichung vornehmen. Nur woher sollen sie es denn wissen? Woher sollen Sie es denn wissen, dass dort Anhaltspunkte sind? Es wäre die verdammte Pflicht und Schuldigkeit der Sicherheitsbehörden, daran zu gehen, mal in der Tat den Bestand, den wir dort haben, abzugleichen mit dem Fahndungsbestand und mit dem Bestand derer, die auf der Finanzaktionsliste stehen. Nichts dergleichen ist offensichtlich passiert, wie man dieser Antwort entnehmen kann, seit dem Jahr 2002. Dann heißt es so schön, der Landesregierung sind keine Grundstücke oder Immobilien in Hessen bekannt, die im Eigentum oder im Besitz von Terroristen usw. so stehen. Ja, natürlich, wenn man sich selbst blind macht, dann sieht man nichts. Das ist so. Ich will ein anderes Thema nennen. Kollege Boddenberg hat ja danach gefragt oder gemeint, das sei alles postfaktisch. Ich halte das für sehr faktisch. Wir haben das Problem mit Abschiebungen und freiwilliger Ausreise. Ich sage sehr deutlich für die Freien Demokraten, der Regelfall muss wieder werden, dass diejenigen, die keinen Asylanspruch haben, zügig wieder ausreisen müssen und nicht jahrelang das hier herrschende Bearbeitungschaos nutzen können. Meine Damen und Herren, mehr als 1.700 Menschen sind 2016 aus Hessen abgeschoben worden. Mehr als 1.700. Das klingt vielleicht, wenn man es isoliert hört, ganz beeindruckend. Wenn man sich allerdings vor Augen führt, dass im Jahr davor 2.658, also 1.000 mehr, abgeschoben wurden, und wenn man sieht, wie viele vollziehbar abzuschiebende Menschen wir hier in Hessen haben, dann ist das eine Bankrotterklärung. Dann ist das eine Bankrotterklärung. Und der Hinweis auf die angeblich so erfolgreiche Förderung von freiwilligen Ausreisen reicht auch nicht sonderlich weit, wenn man sich das anschaut, dass auch die zurückgegangen sind von 2015 aus 2016. Und da bin ich wieder bei dem Konflikt dieser Koalition, der offensichtlich immer wieder nicht lösbar ist, Herr Ministerpräsident. Es ist einfach nicht vermittelbar, dass wir nach wie vor als Hessen die lange überfällige Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten um die Maghreb-Länder verhindern, dass die kriminelle Energie, die von Gruppen junger Männer aus diesen Staaten ausgeht, wo selbst der grüne Ministerpräsident, Kretschmann, einer Ihrer neuen Freunde, klar erklärt, hier muss mehr passieren. Spätestens jetzt, sage ich, dürfen Sie sich nicht mehr hinter den Grünen verstecken. Hessen muss im Bundesrat jetzt endlich dieser Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten zustimmen. Ich will das zusammenfassen.
hätte noch viele Stichworte. Verfassungsschutzgesetz, da reden wir ja zum Glück morgen früh noch einmal drüber. Weitere Stichworte, Datenaustausch, Koordinierung der Sicherheitsbehörden in Bund und Land, technische Ausstattung der Polizei, Digitalisierung, Vereinheitlichung der Regeln zur technischen Kommunikationsüberwachung, Videoüberwachung in einer effektiven Art und Weise und so weiter und so weiter. Kollege Greilich, Sie müssen die Stichworte ein bisschen einschränken. Meine Redezeit ist zu Ende, deswegen lasse ich es bei diesen Stichworten. Tatsache ist, es hat keinen Sinn, sich hinter den Fakten der Vergangenheit zu verstecken, meine Damen und Herren von der Koalition. Sie müssen jetzt handeln und dafür sorgen, dass unsere Sicherheit in Hessen stärker wird. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich weiß nicht, ob wir uns einen Gefallen tun, in dieser Art und Weise in der Frage der Sicherheitspolitik zu diskutieren und im Prinzip mit dem und mit der Art und Weise der Diskussion, wie sie angefangen wird, im Prinzip denen Vorschub zu leisten und die Argumente zu verstärken, derer, die wir eigentlich alle gemeinsam bekämpfen sollen. Ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun, meine Damen und Herren. Ich weiß auch nicht, Herr Kollege Greilich, ob Sie sozusagen in dem, was Sie immer an Vorwürfen an diese schwarz-grüne Landesregierung machen, das kann man ja tun, dafür ist Opposition da, das ist ja auch nichts Verwerfliches. Aber wenn Sie heute hier kritisieren, dass wir heute zu wenig Personal bei der Polizei haben, und wenn Sie kritisieren, dass wir auch im letzten Jahr zu wenig Personal bei der Polizei hatten, kann ich Ihnen nur sagen, wer in 2005 Wer kritisiert, dass 2015 zu wenig Personal da ist, der muss sich einmal daran erinnern, dass man die Polizisten, die man 2015 haben wollte, in 2012 hätte ausbilden müssen. Und wer sich darüber beschwert, dass man in 2016 zu wenig Polizisten hat, der muss sich einmal daran erinnern, dass man die hätte in 2013 ausbilden müssen. Das war zu Ihrer Verantwortung. Also hören Sie doch auf mit solchen Spielchen hier im Haus, Herr Kollege Greilich. Dazu ist das Thema viel viel zu ernst. Wir haben es derzeit, meine Damen und Herren, mit einer sehr angespannten Sicherheitslage in Deutschland zu tun. Nicht erst seit den schrecklichen Terrorangriffen in Berlin sind die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder in einer besonderen Belastungssituation. Schon die Anschläge in Brüssel und in Paris 2015 und 2016 haben die Sicherheitsbehörden in einer ganz besonderen Art und Weise gefordert. Seit vielen Monaten sind sie in erhöhter Alarmbereitschaft. Das ist eine besondere Herausforderung mit besonderen Belastungen für Polizei, Justiz und den Verfassungsschutz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit viel Engagement, mit viel Einsatzbereitschaft haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese besonderen Herausforderungen gemeistert. Deswegen gilt Ihnen unser besonderer Dank für diese geleistete Arbeit. Die Bewältigung der Flüchtlingssituation, die besonderen Sicherheitslagen, die Terrorgefahr, die Anschläge von Paris und Brüssel, der Anschlag von Paris hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer besonderen Art und Weise belastet. Und Sie haben darüber gesprochen, wie belastet auch die Polizei im Bereich der Überstunden ist. Ja, bei den Sicherheitsbehörden im Bund und in den Bundesländern sind mittlerweile 21 Millionen Überstunden angefallen. Überstunden sind also kein Alleinstellungsmerkmal für die Polizei in Hessen. Überstunden sind in ganz Deutschland bei den Sicherheitsbehörden angefangen. Sonderdienste, Sonderschichten, besondere Sicherheitslagen, der Schutz von Großveranstaltungen haben diese Belastungssituation herausgefordert, meine Damen und Herren. Ich finde, dass wir in dieser Frage nicht weiterkommen, wenn wir nach dem Prinzip verfahren, die jeweilige Opposition wirft der jeweiligen Regierung oder der jeweiligen Mehrheitsfraktion vor, für die Belastungssituation hausgemacht eigenverantwortlich zuständig zu sein. Dann kommen wir in dieser Frage nicht weiter, meine Damen und Herren. Bei insgesamt, Frau Kollegin Faeser, bei insgesamt 21 Millionen Überstunden. Wenn Sie 3 Millionen Überstunden in Hessen abrechnen, bleiben 18 Millionen Überstunden beim Bund und Ländern übrig. Das ist doch kein singuläres hessisches Problem, sondern ein Problem in allen Bundesländern und beim Bund.
So sollten wir das auch diskutieren, Frau Kollegin Faeser, und nicht so einseitig, wie Sie das gemacht haben. Und ich finde immer, bei der Diskussion sollten Sie dann bedenken, ich sage noch einmal 18 Millionen Überstunden, die SPD ist in 13 Landesregierungen und an der Bundesregierung beteiligt. Das sollten Sie vielleicht einmal auf sich wirken lassen, wenn Sie über die Situation in Hessen derart undifferenziert diskutieren, meine Damen und Herren. Nur einmal ein Zwischenruf. Stellenabbau bei der Stellensituation bei der Bundespolizei. 32.516 Stellen, besetzte Stellen 30.555, also 2.000 unbesetzte Stellen bei der Bundespolizei. Da tragen Sie Verantwortung im Bund, Frau Kollegin Faeser. Es ist also nicht ein Problem der hessischen Polizei alleine. Es ist ein Problem der Sicherheitsbehörden insgesamt. Und das sollten wir auch so diskutieren, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Und Hessen handelt. Hessen handelt schon mit dem Haushalt. Hessen handelt schon mit dem Haushalt 2015 haben wir damit angefangen und eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die besonderen Belastungssituationen der Polizei und der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Rechnung zu tragen. Man kann ja sagen, das ist alles zu wenig, aber hier eine derartige Fundamentalkritik vorzutragen, wird dem Thema und der Situation im Bereich der inneren Sicherheit wirklich nicht gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen, wirklich nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es am Anfang schon einmal gesagt, wenn man die Parolen der Populisten verstärkt, indem man die Sicherheitslage undifferenziert darstellt, die Situation schlechter redet, als sie in Wirklichkeit ist, darf man sich nicht wundern, wenn die Populisten bei den Umfragen steigen, meine Damen und Herren. Dann darf man sich nicht wundern. Wir haben in den vergangenen Jahren viel für die Polizei und für die Sicherheit in Hessen beschlossen. Das sagt ja selbst, und da könnten Sie vielleicht auch einmal schauen, das sagt ja selbst der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Ich zitiere mal aus der Deutschen Polizei, ist das Journal der GdP auf der Seite für Hessen, steht GdP-Forderungen nach 100.000 neuen Stellen erfüllt. GdP-Vorsitzende sagt das. Die Landesregierung hat für die kommenden Jahre 570 zusätzliche Stellen im Bereich der Polizei bereitgestellt. Zusammen mit den 140 zusätzlichen Stellen aus 2015, den 300 Vollzugsstellen, die in diesem Jahr zusätzlich eingestellt werden, sind es 1.010 Vollzugsstellen, die in 3 Jahren dazukommen. Zitat zu Ende sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, und er sagt dann weiter, Zitat, wir sind froh, dass unsere intensiven Beratungen gegenüber der Landesregierung auf fruchtbaren politischen Boden gefallen sind. Auch im Vergleich mit anderen Bundesländern ist diese Einstellungsoffensive ein deutliches Zeichen, dass das Land personell und soziale Verantwortung übernommen hat und mit diesen Maßnahmen auch die ständig steigenden Überstunden und die gesundheitlichen Belastungssituationen der Polizei Rechnung trägt. Zitat zu Ende. Das sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Also argumentieren Sie doch bitte nicht so undifferenziert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will vielleicht einmal ein paar Maßnahmen aufzählen, die wir in den vergangenen Monaten gemacht haben. 1.010 zusätzliche Polizeivollzugsstellen bis 2020. 570 aus dem Haushalt 2010. Die werden 2020 in Dienst gestellt. 300 aus dem Haushalt 2016. Die werden 2019 in Dienst gestellt. 140 aus dem Haushalt 2015. Die werden 2018 in Dienst gestellt. Wir haben 2017 mit 1.155 Anwärterinnen und Anwärtern den größten Ausbildungsjahrgang bei der hessischen Polizei. Das hat es noch nie gegeben. Die Stellenbesetzungsquote liegt bei 99%. Das ist es nun eine Verbesserung im Bereich der Polizei, Frau Kollegin Faeser, oder ist es sie nicht? Das müssen Sie doch einmal beantworten. 100 zusätzliche Stellen bei der Wachpolizei, 2016 630 Stellen und 2017 auch 630. Die Aussetzung des Stellenabbaus bei der Polizeiverwaltung, 29,5 Stellen in 2016 und in 2017. Die Überstunden,
Die Bereitstellung von 15 Millionen € zur Auszahlung der Überstunden. Dadurch eine Abgeltung. Es sind ausgezahlt für 600.000 Überstunden. Von diesen sind zurzeit ausgezahlt. Und da werden auch weitere Mittel bereitgestellt, meine Damen und Herren. Wir haben den Schmerzensgeldanspruch von Poliz. Das Land übernimmt den. Frau Kollegin Faeser, wollten wir uns in dieser Debatte auseinandersetzen oder wollten wir das nicht? Sie stellen sich hier vorne hin und malen die Situation in einer Art und Weise schlecht, dass es unerträglich ist, und dann hören Sie noch nicht einmal zu, wenn man Ihnen darauf entgegnet. Ich finde das keinen guten Stil, kein guter Stil. Schmerzensgeldansprüche übernehmen wir, hat es noch nie gegeben. Die Zulage für die Polizei im Dienst zu ungünstigen Zeiten haben wir gemacht. Eine lange Forderung, Frau Kollegin Faeser, auch von Ihnen. 3,8 Millionen € stellen wir dafür zur Verfügung. Ist das nun eine Verbesserung im Bereich der Polizei oder ist es das nicht? Das müssten Sie einmal beantworten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben für die operativen Einheiten die Zulagen eingeführt. Wir haben Beförderungsmöglichkeiten geschaffen, 500 in 2016, 100 in 2017 und 2018. Wir haben die technische Ausstattung verbessert. Und da sagt auch wieder Herr Grün von der GdP dazu, dass die technisch sind wir gut aufgestellt. Da ist richtig investiert worden, Gießener Allgemeine vom 3.3.2016. Kollege Frömmrich, Sie müssen zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es eine Verbesserung bei der hessischen Polizei oder ist es sie nicht? Ich bin sehr, sehr dafür, dass wir uns in der Frage der Polizei und der inneren Sicherheit auch die unterschiedlichen Standpunkte hier um die Ohren hauen, von mir aus auch in einer sehr engagierten Debatte, meine Damen und Herren. Aber ich glaube nicht, dass wir das so machen sollten, dass wir die Situation in der Sicherheitspolitik in diesem Land schlechter reden, als sie ist, und nicht zur Kenntnis nehmen, was in den letzten Jahren hier auf den Weg gebracht worden ist. Das ist nämlich ziemlich viel, wie Sie gerade gehört haben. Herzlichen Dank.